Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier im Lohner-Projekt. Ja, der Drescher auf der 11 ist soweit fertig und der Fendt hat die erste Ladung dabei. Wir gucken jetzt noch mal einmal, ob wir gegebenenfalls ein bisschen nachjustieren müssen oder ob er so ablädt. Nein, macht er noch nicht. So wird es reichen, aber gefällt mir optisch nicht. Greifen wir gleich nochmal ein. So sollte das dann wohl laufen. Ja, bleiben wir gleich mal hier. Wir haben also 42.000 Liter Stroh jetzt drin. Dann gucken wir, das war... Ja, die verschiedenen Spiele. Mal ist es Escape, mal ist es Tab. So, dann gucken wir mal rein. Es wäre, wie gesagt, Stroh vorhanden. Dann können wir hier ja mal auf Aktivieren stellen. Und ja, wärmeelektrische Ladung Asche habe ich jetzt ja zunächst erstmal als auf Direktverkauf, weil wir sonst ja keinen Verkaufspreis haben. Ja, dann habe ich, wenn wir ganz kurz uns hier einmal herbewegen, zwei Mods runtergeladen. Seht hier oben rechts, ich kann jetzt entweder mit R oder mit C die Ballen aufschneiden. Was wird denn hier für die Heuballen fürs Heizkraftwerk benötigen? So, und dann habe ich auch den besagten Werkstattcontainer runtergeladen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ihr hier diese Geschichten inaktiv ausblenden, Priorität senken, inaktive ausblenden. Das hängt mit dem Mod zusammen. So, jetzt ist die Frage, ich hatte hier den Waschplatz eingerichtet. Das können wir auch hier so lassen. Hier finde ich den Container aber deplatziert. Könnte sich theoretisch hier ganz gut machen. Wir schauen mal einmal, ob wir ihn finden. Der Container oder unter Tools, wo finde ich dich? Da. Warum gibt es zwei? Werkstatt mit Personal ist automatisch Fahrzeuge wäscht, repariert, lackiert. Dafür fallen 10.000 pro Monat an. Der hat ein Fassungsvermögen von 25.000 Liter. Werkstatt mit begrenztem Personal ist automatisch wäscht und repariert. Automatisch lackieren. Sehr interessant. Was nimmt man da denn jetzt? So viel Platz nimmt er ja gar nicht weg. Aber ich würde sagen, wir gucken uns da erstmal die AD-Kurse an, bevor wir den irgendwo platzieren. Vielleicht können wir den auch so platzieren, dass wir AD nicht großartig umbauen müssen. Ja, dann gehen wir nochmal. Ja, hier ist noch der letzte Rest drin. Weil ich ohne euch... Na, da ist er.
ohne euch hier diese Ladung nicht mehr abgeben wollte. Da wahrscheinlich schon was überbleibt. Abladen, hallo. Komisch, dass das gar nicht anzeigt. Nee, ganz knapp nicht. 93%. Na ja, gut. So, kriegen wir die Kurve? Wir nicht ganz. Ja, lassen wir ihn einmal zurückfahren. Er hat mal wieder ein Bäumchen gefunden. Ja, auch hier ist eine Ladung abgegeben. Die hat er allerdings für Feld 24 und nicht für die 23 gezählt. Ja, der Fendt ist schon wieder voll. So, wie sieht denn die Verarbeitungsgeschwindigkeit aus? Weil wir ja wahrscheinlich nicht pausenlos Material bekommen. Okay, hat schon 1500 hat er schon weg. Nicht ganz. 96 Wärme, 194 elektrische Ladung, 196 Asche. Ja, ansonsten bekommen wir aktuell noch nichts Neues rein. Feld 11 werden wir ja erst abgeben, wenn wir das Stroh darunter haben. Ja, schauen wir uns das Schauspiel hier nochmal an. Diesmal müsste es auf Anhieb funktionieren und auch ein bisschen besser auf der Fläche. Noch nicht ganz, aber naja. Will ich noch ein bisschen fein justieren, dass das ein bisschen originaler aussieht. Ja, 1 Million Liter gehen rein, je. Ja, ich habe jetzt durch den neuen Mod mit den Prioritäten, habe ich hier die anderen Sachen, die wir eh nicht haben, die habe ich mal alle deaktiviert. Was mir das jetzt bringt, keine Ahnung. Ich kann die Priorität auch nicht höher als 10 setzen. Ja, und jetzt sehen wir hier auch die Anzeige, das ist auch dem Mod geschuldet, dass hier 1,9 Millionen Liter Gärreste reinpassen. Da sollte man schon 2-3 Felder mit schaffen können.
Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, platzieren wir dich da einmal richtig drunter. Den noch einmal ab. Und dann kann hier auch aufgeräumt werden. So, darfst du einmal zum Waschplatz fahren? Und du darfst zum Abladepunkt fahren. Hi. So, nicht wieder in den Wald fahren. Sehr schön. Ja, ich gucke mir dann zwischen den Folgen die ganzen AD-Geschichten mal einmal an. Platziere den Wartungscontainer. Ja, ich hätte ihn schon gerne an der Stelle, wo wir ihn da jetzt gerade gesehen haben. Muss das mit AD den noch einmal anpassen und dann könnte das hier die letzte manuelle Wäsche gewesen sein. So, du hast 17% Schaden und du hast 26 und. Hier. Ja, 13.378 Einnahmen durch die Ernte. Feld 11 somit abgeschlossen, aber ja, wie bereits erwähnt, bevor wir es abgeben, holen wir uns natürlich das Stroh darunter. Machen wir die Kiste auch noch einmal hübsch.
22 reparieren. 4 Euro reparieren, alles klar. Und 2033 reparieren, dann ist das alles wieder im Schuss. Und wenn du jetzt von hier aus noch deinen Parkplatz findest, wird blockiert, muss entladen werden. Geht wohl. Dann können wir dich hier auch abbrechen. Stay. Stop. Erstmal waschen. Laterne? Ne, ist klar. So, und du bist. Verstehe ich nicht. Och, Schätzelein, jetzt hör doch mal auf mit dem Bockmist. Ja. So. Warum nimmst du denn jetzt den Weg? Okay, Memo an mich selbst, direkt von der Werkstatt losschicken, schlechte Idee. Gut. Ach, du bist der, der blockiert wird. Das ja hier wahrscheinlich gleich das nochmal passieren. Na, okay. Aber nicht dramatisch. So, und das hier wieder aus. Fährt fleißig. Warum auch immer, aber wir lassen ihn machen. Gut, dann würde ich sagen,
Für diese Folge kommen wir zum Ende. Ja, ich beschäftige mich mal eben mit dem Wartungscontainer zwischen den Folgen. Seht zu, dass wir die Elf vom Stroh befreit kriegen. Und dann sehen wir uns, ja, sofern die Ballen es zulassen, im Juli wieder. Ja, ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin.